Hallo und herzlich willkommen zurück. Wow, mein Gott, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, ihr werdet wahrscheinlich einen kleinen Qualitätsunterschied erkennen, nämlich einen schlechteren, weil ich das Ganze nämlich jetzt über eine PlayStation 1 aufnehme und mit meinem alten Grabber und ich spiele über meine alte Scheißröhre. Yay! Ich finde das so gut. Ja, warum das Ganze? Erstens, weil ich eine Verzögerung habe. Ja, ich habe quasi meine Drohung habe ich wahrgemacht. Ich hatte ja eine Verzögerung von der PlayStation 3 auf meinen großen Fernseher. Das war zwar nur eine kleine Verzögerung, aber die hat schon gereicht, mich zum leichten Ausrasten zu bringen. Deswegen jetzt über die Röhre. Wir haben heute den 22.12. Ich habe Urlaub bis zum 5. Also da muss ich dann wieder arbeiten, aber... Ja, jetzt wollte ich eigentlich so heute Morgen das Spiel durchspielen und dann irgendwas anderes. Ich weiß aber noch nicht was. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt drei Fernseher in meinem Zimmer stehen. Ja, gut. Ich habe auf der PlayStation 1 bis gerade, bis wieder hierhin gespielt, wo ich auch auf der PlayStation 3 war. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal... Hier, Snowbiz, würde ich sagen. Jo. Mehr habe ich jetzt gerade im Moment nicht zu... Ja gut, ich habe mir drei PlayStation 1 gekauft, drei Stück. Und zwar war das so. Ich war ja sowieso am Überlegen, ob ich mir eine neue kaufe, weil ob ich mir jetzt einen neuen Laser kaufe für meine PlayStation 1 oder ob ich mir eine neue PlayStation kaufe. Hat jetzt nicht so den großen Unterschied, weil ein neuer Laser kostet, glaube ich, 15 Euro oder so. Und, eine gebrauchte PlayStation ist nicht teuer. Also da kommt man ungefähr aufs Gleiche bei raus. Auf jeden Fall hat mir dann Dennis schon mal einen Link geschickt über drei PlayStation. Zwei davon waren, glaube ich, gechippt. Ich raff das immer noch nicht, dass man die nicht einfach wegrutschen kann von vorne, wenn die ihre scheiß Stacheln draußen haben. Leck mich. Ja. Und dann war das so, dass ich, meine Oma hatte an dem Tag Geburtstag, also den Tag danach, also am 14. ist das, glaube ich, ausgelaufen. Und dann... Also es ist ausgelaufen um... wie viel Uhr war das? 7:30, glaube ich. Dann sitze ich dann bei meiner Oma am Tisch. Wir waren schon am Essen. Ich gucke auf die Uhr. 7:55 und ich habe nicht drauf geboten. Ich dachte, nein! Kann doch nicht sein. Ich habe das total vergessen. Ja, habe ich dann einfach mal nochmal weiter bei eBay geguckt und dann 3 Minuten später, also von da an 3 Minuten, sollten nochmal 3 PlayStation auslaufen. Im Kellerfund. Eine wurde getestet, die anderen... War unsicher, ob die funktionieren. Wurde dann als defekt verkauft. Dann habe ich gedacht, gut, machst du mal. Was soll da schon mal schief gehen? Vor allem sind die anderen drei PlayStation für 27 Euro weggegangen. 3 Stück. Plus noch ein paar Spiele. Und das hier waren jetzt 3 PlayStation. Eine getestet, 2 ungetestet. Mit 25 Spielen und nur ein paar PlayStation 2 Spielen. Jo. Und die habe ich dann für 21 Euro bekommen oder so. Irgendwo gab es hier noch so ein verstecktes böses Ding. War das hier? Ne, da kommt man nicht hoch. Na, vielleicht in einem anderen Level. Oder ich werde es merken, wenn wir am Ende... Nee. Ein paar Kisten fehlen, beziehungsweise eine. Ja. Und ich finde, es hat sich eigentlich gelohnt. Also die waren... Wer den Stream nicht gesehen hat, weil da habe ich das nämlich ausgepackt in meinem Katastrophen-Stream. Ach, na gut, dann haben wir halt das Leben nicht. Und zwar schätze ich mal, dass sie den Karton, wie sie ihn im Keller gefunden haben... einfach zugeklebt haben und verschickt, weil da war nichts sauber gemacht, gar nichts. Die waren richtig schön versifft. Aber da, ich mag das irgendwie so Sachen sauber zu machen und
Ja, dann hatte ich erstmal gestern ein bisschen was zum Saubermachen. Und da war unter anderem von den Spielen Metal Gear Solid dabei. Eigentlich noch ziemlich gut erhalten. Weil die, also die meisten Hüllen, die waren alle kaputt. Okay, hier kann man gar nicht alle Kisten holen, das ist gut. Ich habe gerade gedacht, mir hätte wirklich eine Kiste gefehlt. Gut, ja. Also die meisten Hüllen waren kaputt. Ein paar Spiele, die Dennis noch nicht hatte, habe ich ihm jetzt gegeben. Das waren eigentlich so alles so Spiele, die ich nicht spielen würde. Von daher, auf jeden Fall Crash Bandicoot 2 war dabei, weil das habe ich mir auch vom Dennis ausgeliehen, aber jetzt habe ich selbst. Das ist schön. Was war denn noch dabei? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Nein, es hätte doch gepasst. Ich will das jetzt nochmal probieren. Ja, siehst du, funktioniert doch. Ah, fuck, ich hab's glaube ich schon verkackt. Hier gibt's glaube ich eine Totenkopfplattform. Und wir kommen hier in den geheimen Warpen. Der Zeit gibt's hier glaube ich keine, wie das aussieht. Na gut. Ja, auf jeden Fall, alle drei PlayStation funktionieren. Eine davon war gechippt. Da muss ich noch ein passendes Kabel für kaufen, so ein RGB-Kabel. Das habe ich nämlich nicht. Also ich habe zwar eins, nur das ist das Gegenstück davon, ich brauche aber das andere. Ja, also eine, die funktioniert eigentlich ganz gut, so, also das ist die, mit der ich jetzt gerade spiele. Die andere, die funktioniert nur hochkant. Und die andere, das ist genau das gleiche Modell von meiner alten, die ist ein bisschen zickig. Weil das ist halt auch die gechippte. Und die braucht manchmal ein paar Anläufe, bis sie was abspielt, aber das ist ja nicht das Problem. Ich habe lange nicht mehr ohne Verzögerung gespielt. Das fühlt sich einfach so gut an. Wenn ich jetzt mein Fenster zumachen könnte und die Heizung ein bisschen anmachen könnte, dann wäre das noch geiler. Weil das Problem ist nämlich, das kann ich ja jetzt... Oh Gott! Kann ich ja jetzt sagen, weil bis dahin ist das Video eh noch nicht hochgeladen. Ich habe eben das... Das Weihnachtsgeschenk für den Dennis. Ja, das ist. Ich hoffe, dann kriegt man nur einen Edelstein. Gebacken oder wie man das auch immer nennt. Und das dünstet jetzt hier so aus. Keine Ahnung. Ah, wir müssen hier hoch. Wo ich könnte eigentlich auch. Nehmen wir mal so auf die Wart. Ach, Wart und Weise. Das war doch mal hier. Weil normalerweise können wir auch auf die Mine, was das auch immer ist, hier drauf springen. Nicht mich tot machen. Das war so klar. Jetzt zieh ich ein. Das hatte ich ja auch noch nicht. Ja, ich habe... Das war so klar. Das Weihnachtsgeschenk für den Dennis gebacken. Und zwar so ein Fimo-Zeug, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich zuerst so ein Modell von Ape machen. Was aber nicht so ganz funktioniert hat, weil irgendwie das ist zu schwer gewesen. Das ist so zusammengefallen. Dann wollte ich dann nur den Kopf von Ape machen, was aber auch mega scheiße aussah. Und dann
hatte Dennis irgendwann gesagt, irgendwas mit einem Tischabfalleimer. Und dann habe ich jetzt einfach so einen Tischabfalleimer mal gemacht. Ja, den habe ich jetzt gebacken und das stinkt total. Das ist total ekelhaft. Der war extra für Mikrowelle. Ist Fimo Air heißt es. Das ist extra leicht. Ich tue mal. Ja, das war ganz bad. Jedenfalls dünstet das hier jetzt aus und deswegen kann ich mein Fenster nicht zumachen. Ich hoffe mal, dass bis zum 25. der Geruch weg ist. Von dem Ding. Haben wir denn irgendwas? Ja, den Edelstein haben wir. Dann dürfen wir nicht sterben jetzt. Kriegen wir noch irgendeine Durchsage? Nö, dann gehen wir wieder rein. Ich hoffe nicht, dass ihr irgendwas von meinem Fernseher hört. Also irgendwie so ein Fiepen oder sowas. Weil Röhren fiepen halt. Haben die nun mal so an sich. So, und dann müssen wir gleich nochmal in das Level rein. Damit wir dann hier abräumen können. Also damit wir in den Special Warp Room reinkommen. Und jetzt erstmal nicht tot gehen. Wir haben ja einen Akku, das ist schon mal ganz gut. Haben die Sprungkisten jetzt hier im Spiel eigentlich nur 8-mal? Also, dass man da nur 8-mal drauf hüpfen muss? Das ist mir eben in einem Bonuslevel wieder aufgefallen. Da habe ich mich ja das letzte Mal auch so gewundert. Oh, schon 30 Leben, ey. Haben wir die eben geholt? Ja, haben wir eben geholt. Oh, meine Nase juckt. Fuck! Ah, fangen. Ah, ab zurück in Warp. Ah, fuck, ey. Ja, komm, sofort wieder rein. Ach ja, ach, erstmal hier den einen Chip, der noch hier rumliegt. Nimm, 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 nimm. Wo muss das Ding so weit hinten sein? Traf ich nicht. War auch knapp. Och nö. Ich habe auch den ganz alten Controller angeschlossen, also den ohne die Analogsticks. Also richtig oldschool heute. Ach man! Kann doch nicht sein. Aua, mein Fuß tut weh. Zurück. Ja, ist gut.
Tschüss.